Wenn es der Seele schlecht geht, geht es irgendwann dem Körper auch schlecht oder ist er geschwächt? Ja, das muss jetzt nicht gleich eine Krankheit sein, aber es kann eine Erkältung sein, es kann einfach Infektanfälligkeit sein. Also unsere verschiedenen Ebenen, auf denen wir ja leben oder mit denen wir ja leben im Irdischen, die hängen ja alle zusammen. Da greift ja eine Ebene in die andere hinein. Und je nach Konstitution oder Konstellation, die wir in dieses Leben mitbringen, sind wir da oder dort anfällig. Ich begrüße dich ganz recht herzlich hier beim Channeling-Kongress und dem Channeling-Portal. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für diese Sendung interessierst. Resilienz ist ein Begriff, der inzwischen seit vielen, vielen Jahren ja durch alle Medien geht und für sehr wichtig empfunden wird. Aber es gibt fünf Ebenen der Resilienz und diesen Ebenen wollen wir heute auf die Spur gehen. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Ingrid Auer. Liebe Ingrid, schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Danke für die Einladung. Ich bin immer wieder gerne bei euch. Das freut mich und ich finde es immer wieder schön, mit dir den Austausch zu haben. Und du bist ja Medium, Autorin und spirituelle Botschafterin, hast viele Veröffentlichungen gemacht, Bücher geschrieben, Kartensets gemacht, aber auch eben das Wissen aus der geistigen Welt eben auf die Erde gebracht. Und die Resilienz ist so ein wichtiger Punkt in unserer Überlebensfähigkeit, will ich mal sagen. Also, wenn ich davon höre, habe ich in erster Linie immer so an körperliche Resilienz, also Vitamine und so gedacht, aber dann natürlich auch auf die psychische Resilienz immer mehr durch Thema wie Mobbing. Du hast das aber nochmal feiner gegliedert. Welche fünf Ebenen sind denn für dich hier die Ebenen, die in der Resilienz wichtig sind? Ja, also ich habe mich sehr viel mit Resilienz beschäftigt, vor allem vor ein paar Jahren, als Corona aktuell war, weil da war das ein ganz, ganz wichtiges Thema für viele Menschen. Und für mich ist das der Begriff Resilienz, der klingt eigentlich sehr technisch nüchtern eigentlich. Für mich ist Resilienz in erster Linie ein emotionales und mentales Muskeltraining, um zu überleben in schwierigen Situationen. Und je mehr ich mich mit dem Thema Resilienz beschäftigt habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass es eigentlich fünf verschiedene Ebenen oder Aspekte gibt. Die körperliche Resilienz, die seelische Resilienz, die mentale Resilienz, die energetische Resilienz und die spirituelle Resilienz. Und wir brauchen wahrscheinlich von jeder dieser fünf Ebenen etwas, vielleicht auf der einen Ebene mehr oder auf der anderen weniger. Oder wenn wir das Gefühl haben, es geht überhaupt nichts mehr, dann sollten wir wirklich auch intensiv über die spirituelle Resilienz nachdenken. Weil die wird meist außer Acht gelassen, weil man dazu natürlich auch einen Draht in die geistige Welt aufbauen sollte oder zulassen sollte oder sich zumindest mit dem Gedanken, dass es da auch noch eine andere Ebene gibt, nicht nur die menschliche Ebene, energetische Ebene, sondern auch die spirituelle Ebene. Und die spirituelle Resilienz wird viel vernachlässigt, aber hat ungemeines Potenzial natürlich. Ja. Und das Gesamtpaket kann uns wirklich helfen, aus einem seelischen Loch, aus einem energetischen Loch, aus einem physischen Loch oder aus einem mentalen Loch wieder heraus zu kriechen oder herauszuspringen oder uns heraus zu katapultieren. Das alles ist ein Bewusstseinsprozess, weil ich glaube, dass auch auf der physischen Ebene einen Bewusstseinsprozess gibt, also nicht nur auf der geistigen Ebene. Und im Prinzip, es hängt ja das eine mit dem anderen zusammen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ich mache jetzt nur emotionale Resilienz und keine mentale, weil gerade diese beiden Ebenen sehr eng miteinander verbunden sind. Aber ich denke mir, wir haben viele verschiedene Werkzeuge, Möglichkeiten, Methoden, Hilfsmittel und aber auch Menschen, die Verschiedenes anbieten. Und viele glauben halt, sie müssten das immer alleine schaffen. Und das ist halt vielleicht falsch verstandener Stolz oder auch Überschätzung seiner eigenen Ressourcen, seiner eigenen Möglichkeiten oder auch die Angst, vielleicht von jemandem abhängig zu sein oder jemanden auf die Nerven zu fallen, ja, auf den Nerv zu gehen oder einfach ja, Bescheidenheit, Schüchternheit, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum jemand nicht aktiv jetzt
um Hilfe bittet und schaut, wer kann ihnen dabei helfen, da wieder rauszukommen. Und wir leben ja gerade in einer sehr heftigen Zeit, also nicht nur Corona-Zeit war heftig, sondern es bricht weiter alles um. Ich finde es ja mega spannend. Aber wir sind in gewisser Weise alle davon betroffen, auch wenn es uns jetzt im Außen nicht so schlecht geht. Aber wir spüren die Energien, wir spüren, wenn in unserem Umfeld irgendetwas nicht rund läuft, wenn Menschen krank sind, wenn Menschen verzweifelt sind, wenn Existenzen zusammenbrechen. Also es ist ja momentan alles im Umbruch. Und umso wichtiger ist es zu wissen, wie kann ich mich stärken, wie kann ich jemand anderen stärken, begleiten und ja. Vor allem, dass wir da auch nicht alleine sind, sondern auch Unterstützung und Hilfe von oben haben. Ja, sehr, sehr schön zu sehen, wie die auch miteinander wirken, wie du es eben dargestellt hast. Für mich ist Resilienz im Grunde genommen etwas, was wir ja mitbekommen in dieses Leben. Also wir haben eine gewisse Grundausstattung an Resilienz, also sprich an eigenen Taktiken, Möglichkeiten, Stresssituationen. Und im Grunde genommen braucht man Resilienz ja immer nur, wenn man selber aus der Balance kommt, ob das jetzt körperlich ist oder seelisch oder psychisch, unter Druck gerät, also in Ausnahmesituationen, will ich mal sagen. Dass dieses Thema jetzt so stark immer wieder in den Vordergrund tritt, meinst du, dass es daran liegt, weil wir unsere Resilienz verloren haben oder weil diese Druck- und Herausforderungssituationen so viel mehr geworden sind, dass wir eben es nicht mehr schaffen mit der natürlichen Basis dessen? Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden, aber ich glaube, die äußeren Umstände geben da schon noch mal Gas, sodass wir wirklich schauen müssen, wie wir durch diese Zeit kommen, ohne Federn zu lassen oder so gut wie möglich durchzukommen. Und es hängt auch davon ab, wie sensitiv oder wie sensibel jemand ist, wie er mit Druck umgehen kann, mit physischem Druck, aber auch mit energetischem Druck. Oder auch denken wir an die Portaltage, ja, oder an die die solaren Ausbrüche, diese koronalen Sonnenausbrüche, also diese Eruptionen, die sich ja hier auf der Erde auch bemerkbar machen, auch in unserer Psyche, auch energetisch, auch unseren Körper erreichen. Manches Mal ist es eine Mischung und vor allem, wenn dann im Außen noch etwas dazukommt, ein besonderes Ereignis, das uns dann noch aus unserer Mitte schubst oder einfach rauskatapultiert aus unserem gewohnten Leben oder aus unserer Schiene, auf der wir uns sonst bewegen, dann kann das manchmal ziemlich heftig sein. Und da ist es gut zu wissen, was man alles an Möglichkeiten hat, um wieder in die Mitte zu kommen oder so gut wie möglich durch diese Zeit zu kommen. Weil das kann eine Stunde sein, ein Tag sein, ein Monat, ein Jahr oder mehrere Jahre Ausnahmezustand. Es gibt ja Menschen oder Familien, wo jahrelang Ausnahmezustand herrscht. Und da ist es wirklich wichtig, dass man sich um sich selber kümmert, aber auch natürlich um sein nächstes Umfeld. Ja, meist ist es ja genau dann in den Situationen schon oftmals zu spät. Ich beobachte das auch bei mir selbst. Das ist eher wie so ein Dominoeffekt, ja. Also wenn ich körperlich angegriffen bin, geht es mir auch seelisch schlecht und dann zieht man sich eher zurück, was dann die nächsten Folgen hat. Oder andersrum, man erlebt im Äußeren irgendwas, was einen seelisch erschüttert und dann ist man anfälliger auch für Krankheiten. Würdest du diese kausalen Zusammenhänge auch so sehen und gibt es da vielleicht irgendwo Trigger, die am häufigsten uns in diesen Dominoeffekt reinführen? Ja, also das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast, wenn es der Seele schlecht geht, geht es irgendwann dem Körper auch schlecht oder ist er geschwächt? Ja, das muss jetzt nicht gleich eine Krankheit sein, aber es kann eine Erkältung sein, es kann einfach Infektanfälligkeit sein. Also unsere verschiedenen Ebenen, auf denen wir ja leben oder mit denen wir ja leben im Irdischen, die hängen ja alle zusammen. Da greift ja eine Ebene in die andere hinein. Und je nach Konstitution oder Konstellation, die wir in dieses Leben mitbringen, sind wir da oder dort anfällig. Ich klopfe auf Holz, ich bin körperlich ziemlich robust, aber ich bin natürlich seelisch sehr verletzlich, ja. Also wenn mich etwas packt, dann meist auf der seelisch-mentalen Ebene, und du kennst das ja, wenn es ein Problem gibt, beginnt dann auch das Rad im Kopf zu drehen, zu kreisen.
Und die mentale Ebene und die seelische Ebene, die hängen ganz eng zusammen. Man sagt ja auch, Ängste seien keine Gefühle, sondern Gedanken, die sich auf der Gefühlsebene manifestiert haben. Und da kann man dann überlegen, war zuerst die Angst da oder das Gefühl, also der Angstgedanke oder das Gefühl, oder war das dieses Angstgefühl und wurde dann zum Gedanken? Also diese beiden Ebenen, also ich würde sagen, die zweite und die dritte Ebene sind ganz eng miteinander verbunden und die wirken sich dann entweder energetisch aus, das ist für mich die vierte Ebene, ja, oder sie wirken sich auf der ersten Ebene aus, auf der körperlichen Ebene, nach einiger Zeit. Und die energetische Ebene ist natürlich auch mit der ersten Ebene verbunden, weil meine Chakren geschwächt sind, wenn meine Chakren verschlossen sind, wenn meine Chakren verunreinigt sind durch Energien, die mich belasten, durch Ängste und. Wir befinden uns ja ständig in einem Feld, auch von anderen Menschen, von anderen Energien, die wir nicht immer reinigen können und kontrollieren können. Da kann es schon mal sein, dass dann ein Chakra zugeht, ja. Und wenn es aber länger zu bleibt, dann ist die Antwort auf der körperlichen Ebene. Kommt natürlich auch darauf an, um welches Chakra es sich handelt. Aber gerade die unteren Chakren sind sehr stark davon abhängig, wie es uns geht, wie wir gerade unterwegs sind im Leben. Und dann bricht möglicherweise dort auch ein Infekt aus, eine Krankheit aus. Es kann ja Herpes oder sonst was sein. Ja, das ist nichts Lebensbedrohliches, aber unangenehm. Also ich neige ja dazu, wenn es mir nicht gut geht. Bei mir spielt sich das meist auf der Hautebene aus. Ja, ich kriege Ekzeme, ich kriege Herpes. Also, das ist halt meine Ebene, wo ich merke, hoppla, jetzt kannst du entweder zurückschrauben ein bisschen oder du schaust jetzt wirklich an, was Sache ist. Manches Mal ist es ja ein vorübergehender Aspekt oder Effekt, wo man sagt, ja, heute ist halt kein guter Tag, ich komme da schon irgendwo drüber. Aber wenn man merkt, man ist in einem Prozess drinnen, in einem Veränderungsprozess, in einem Belastungsprozess, der von außen kommt, den man so nicht beeinflussen kann, dann muss man natürlich anfangen zu schauen, okay, was mache ich, damit ich meinen eigenen Energielevel höher halten kann? Und dann sind wir wieder beim Thema Resilienz, ja. Wenn es mir auf der körperlichen Ebene schlecht geht, dann spreche ich von der körperlichen Resilienz. Da muss ich schauen, dass ich ausreichend Schlaf habe, dass ich vielleicht, wenn es möglich ist, ausreichend Bewegung mache. Das ist nicht immer möglich, ja, weil wenn ich jetzt im Bett liege und krank bin, kann ich keine Bewegung machen. Da geht es in erster Linie auch um gesunde Ernährung, um Nahrungsergänzungsmittel, um Vitamine, ja. Da geht es darum, dass wir uns ausreichend Zeit für Regenerierung nehmen. Das ist das, was wir auf der physischen Ebene machen können. Auf der seelisch-emotionalen Ebene ist es natürlich einmal wichtig, dass man vielleicht ein Gespräch sucht mit jemandem im Umfeld, wo man einfach einmal seine Emotionen vielleicht auch reflektieren kann mit Hilfe von jemand anderem. Oder wenn es ein tiefgreifenderes Thema ist, wo man selber nicht weiterkommt, vielleicht auch einmal Gesprächstherapie macht, wo ich sage, Gesprächstherapie ist für mich auf der seelischen und der mentalen Ebene angesiedelt. Ja, wenn ich sage, ich reflektiere, aber ich suche auch soziale Kontakte, das ist manchmal schwierig, wenn man auf der seelischen Ebene angegriffen ist und seelische Resilienz sucht, weil man sich da oft zurückzieht. Ja, also, es wäre gut, rauszugehen, unter Menschen zu sein, sich auszutauschen, um Hilfe zu bitten. Und wenn ich jetzt schaue auf der mentalen Ebene, mentale Resilienz bedeutet, dass ich wirklich selbst reflektiert bin und auch selbst auf mich gut aufpasse, auf meine Gedanken, dass ich regelmäßig Gedankenhygiene betreibe, was ganz, ganz schwierig ist, weil wenn das einmal das Gedankenrad einmal anfängt zu rattern, dann kann es sein, dass man sich immer tiefer in seine Gedanken vergräbt. Ja? Aber es ist wichtig, dass man sich dann seiner Gedanken und Handlungen bewusst wird. Ja? Dass man versucht, positive Gedanken raufzunehmen, Affirmationen zu schauen, dass man sich optimistisch durch die Zeit bringt, auch wenn es noch so schwer fällt. Vielleicht auch mit Hilfe von Atemtechnik oder Meditation, ja. Auf der energetischen Ebene oder energetische Resilienz, da bin ich dann wirklich bei Aura, bei Chakren, da bin ich bei
bei Blütenessenzen, bei Klangschalen, da bin ich bei Homöopathie, ja, alles, was energetisch auf der Erde vorhanden ist an Ressourcen, würde ich auf der energetischen Ebene nutzen, um auf dieser Resilienzebene wieder in meine Mitte zu kommen. Meridianausgleich zum Beispiel, ja, Chakrenausgleich. Schauen, dass ich eine Aura-Meditation mache, eine Chakrenmeditation. Also das sind natürlich Dinge, die mir auf der energetischen Ebene helfen können. Und auf der spirituellen Resilienzebene, da bin ich natürlich sofort einmal in erster Linie, ich natürlich bei den Engeln. Da sage ich, hey, ihr Schutzengel, ja, und wir haben hier mehr als einen. Jeder kommt ja mit mindestens zwei zur Welt. Ich würde dann sagen, hey, Angies, weil so spreche ich tatsächlich mit Ihnen, bitte, ich brauche jetzt etwas Aufmerksamkeit von euch. Ich fühle mich so und so und so, gebt mir ein Zeichen, stärkt mich, unterstützt mich, gebt mir Impulse, schärft meine Intuition. Ja, also das wäre mal für mich der erste Schritt, dass ich beginne tatsächlich mit Engeln, Geistführern, meinen Schutzengeln, mit meinem höheren Selbst direkt zu kommunizieren und dann mich leer zu machen und zu warten auf die Impulse. Ich muss jetzt einen Engel nicht hören, ich muss ihn nicht sehen, ich muss einfach offen sein für Impulse im Innen oder im Außen. Ja. Im nächsten Schritt würde ich natürlich mit meinen eigenen spirituellen Werkzeugen arbeiten, also mit dem Engelsymbol, mit den Engelessenzen, mit den Engelölen, den Engel-Aura-Sprays oder Aura-Essenzen, die ja die hochschwingende Energie der Engel enthalten oder auch der aufgestiegenen Meister. Da hat man ja verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, da würde ich dann tatsächlich schon zu spirituellen Werkzeugen greifen und austesten oder intuitiv ausziehen und zu schauen, was sagt mir mein Engelsymbol? Wo lege ich es am Körper auf? Wie lange brauche ich das jetzt? Was ist die Botschaft dahinter? Ja, und auch wenn man jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinn mit den Engeln kommunizieren kann, über diese Engelsymbole, zu denen es ja dann auch genaue Erklärungen gibt, was das einzelne Symbol aussagt, zu diesen Engelsymbolen kann man einen Bezug aufbauen, energetisch, aber auch zu dem Engel, der hinter diesem Symbol steckt und der spricht eine sehr klare Sprache und durch Austesten oder Pendeln oder intuitivem Arbeiten mit diesen spirituellen Werkzeugen bekommt man sehr, sehr viel Impulse und Erfahrungen und auch Hinweise über die eigene aktuelle Situation. Ideal wäre natürlich, wenn man die eigene Resilienz und Widerstandsfähigkeit auf allen fünf Ebenen ausschöpfen würde, aber manchmal spürt man halt, hoppla, ich möchte eigentlich jetzt hauptsächlich mit Engeln arbeiten und zusätzlich noch spazieren gehen und ich brauche jetzt noch unbedingt Nahrungsergänzungsmittel. Da bin ich in der ersten und in der fünften Ebene, ja. Also man kann sich das ja auch herauspicken oder man spürt in sich hinein, was tut mir gut, was brauche ich gerade? Oder man testet es aus, weil manchmal ist man ja so verkopft, gerade in einer Situation, wo es einem nicht so gut geht. Und wenn man sich selber einen Schritt herausnimmt, einen Schritt zurückgeht, dann kann man aber auch wieder neutral und wertfrei testen. Das ist nur eine Sache der Übung und auch eine Kopfsache, weil wenn ich sage, ich kann nicht für mich testen, ja, manchmal muss es so sein, dass man sich selber mit Pendel oder Tensor helfen will oder kann. Und wenn ich da einen Schritt zurücktrete, dann und das Feld aufmache, dann bekomme ich auch wieder die Antworten von oben. Und wenn das nicht funktioniert, dann einfach jemanden um Hilfe bitten, der einen Zugang auch hat zu dieser Ebene, auf der man gerade arbeiten möchte. Ja, sehr schön. Auch dieses Bild wirklich mal, was du gerade aufgefächert hast, auch der Möglichkeiten schon auf verschiedenen Ebenen Resilienz zu unterstützen, resilienter zu werden. Und ich fand es ganz beeindruckend, auch dieses Beispiel ja mit den Gedanken und dem Gefühlten, also Angst, wo kommt sie wirklich her? Und dieses Verselbstständigen des Gedankenkarussells. Also ich würde so sagen, es gibt ja zwei verschiedene Situationen, die mich in eine Druckposition bringen können. Eben einmal äußerer Druck, der auf mich einwirkt. Das wäre milieuabhängig. Wo
befinde ich mich gerade? Und das andere ist aber genau dann so ein innerer Druck, ja, also durch selbstgemachte Gedanken zum Beispiel. Und das raubt einem ja beides Energie. Also das springt sofort über wie ein Funke auf die nächste Ebene, auf die nächste und so weiter. Wie sind deine Erfahrungen? Geht man mit den äußeren Druckpunkten anders um als mit den inneren? Weil das eine, da könnte man vielleicht schnell sagen, also wenn das Milieu nicht passt, dann geh zurück, such dir andere Freunde oder andere Kollegen oder wie auch immer. Und dann das, was ich aber mit mir habe, eben genau dieses Gedankenkarussell, was mir Angst macht oder was mich Energie kostet, da ist es doch dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, oder? Ich glaube, dass das alles ziemlich verflochten und vernetzt ist. Es kommt ja dann auch noch dazu, habe ich jetzt vielleicht von jemand anderem was übernommen? Ist es wirklich meine Angst? Oder bin ich in der Energie von jemand anderem, dem es gerade schlecht geht? Und ich nehme diese Energie auf. Ja, dann muss ich auch schauen, woher kommt jetzt dieses unangenehme Gefühl? Ist es mein Gefühl? Sind es meine Gedanken? Ist es meine Erfahrung? Oder ist es ein Gefühl, das ich selber immer wieder aufs Neue erzeuge? Das heißt, ich glaube nicht, dass sich das so genau trennen lässt. Und bei mir klingt da jetzt auch noch ein Thema mit rein. Da geht es wirklich auch um das Thema Fremdenergien. Tatsächlich Fremdenergien. Weil das ist ein Thema, das oft unterschätzt wird und das aber sehr viel an Energie kostet. Ja, man sagt ja Energieräuber, das ist ein unfreundliches Wort, weil die meisten Menschen machen das ja nicht absichtlich. Die rauben ja nicht einem anderen die Energie bewusst, sage ich mal, sondern die docken bei uns an und dann geht unser Level runter und wir fühlen uns irgendwie ganz schlecht und unrund und unwohl. Und da ist es dann wieder wichtig herauszufinden, was passiert gerade mit mir. Also in so einer Situation setze ich mich wirklich hin und beginne, also ich bin ja mal Kinesiologin gewesen, ich teste immer mit dem Muskeltest. Ja. Da setze ich mich hin, dann nehme ich mich aus dem Ganzen raus und beginne zu testen und sage, ist das jetzt mein Thema oder ein Thema von jemand anderem? So, wenn es mein Thema ist, dann schaue ich natürlich, auf welcher Ebene ist dieses Thema angesiedelt. Ist es ein aktuelles Thema oder ist es ein Thema, das jetzt gerade zum Ausbruch kommt, weil es durch irgendwas angetriggert wurde? Und dann schaue ich, was kann ich dagegen tun? Und dann gehe ich wieder meine La Lista durch, ja, weil ich arbeite ja zum Teil sehr strukturiert. Ja? Ich arbeite sehr, wie soll ich sagen, auch intuitiv, aber auch sehr strukturiert. Aber da schaue ich mir dann an, wo liegt der Hund begraben? Warum geht es mir gerade schlecht? Ja, wenn ich jetzt drauf komme, es ist gar nicht mein Thema, ich habe das nur übernommen, dann schaue ich, wen betrifft das bitte, ja? Und dann schaue ich, okay, dann versuche ich ja mal energetisch mich zu cutten, nicht von dem Menschen unbedingt, sondern von dessen Energie und von dessen Themen und schaue natürlich auch, womit gehe ich eigentlich in Resonanz? Was triggert da bei mir? Okay, dann habe ich schon wieder eine Aufgabenstellung für mich, dann sage ich, okay, das Thema schaue ich mir an, an dem arbeite ich. Weil wenn ich in diesem Feld wieder stabil bin oder wenn ich das bearbeitet habe, kann um mich das 100-mal passieren, wird das mit mir nichts machen, weil ich bleibe in meiner Kraft, ich bleibe in meiner Stärke, ich bleibe in meiner eigenen Energie und kann auch jemand anderen unterstützen oder begleiten. Und das ist etwas, was oft nicht ganz klar ist. Ist es jetzt mein Thema oder ist es ein Thema des anderen? Oder ich schaue immer, ist es ein Gegenwartsthema oder ist es ein Vergangenheitsthema? Oder kommt vielleicht gerade ein karmisches Thema hoch und sagt, guten Tag, hier gibt es mich auch noch, möchtest du nicht endlich einmal an diesem Thema arbeiten? Also ich bin da wirklich ganz systematisch und schaue mir das an mit Hilfe meiner Testmöglichkeiten. Und je nachdem, was es mir dann anzeigt, beginne ich dann dort zu arbeiten.
Und da macht es dann wenig Unterschied, ob das jetzt mentale Ebene ist oder emotionale Ebene ist oder energetische Ebene oder körperliche Ebene. Ich schaue mir dann immer auch an, was ist im Augenblick die für mich wichtigste Methode, was ist für mich das wichtigste Hilfsmittel, um meine Resilienz wieder zu stärken und um aus meinem Loch wieder herauszufinden. Also da kommt bei mir ein bisschen die Kinesiologin durch, glaube ich. Aber ich mache das auch in meinem Umfeld. Wenn jemand anruft und sagt, ja, dann fange ich schon an, blablabla. Ja, dann wird sofort getestet, geschaut. Aber für mich ist es immer, ich will nicht sagen eine hohe Schuld, ja, das klingt so nach Buchhaltung, das haben wir mal in Buchhaltung gelernt. Eine Bringschuld und eine hohe Schuld, ja. Aber was ich zum Beispiel nicht ausstehen kann, wenn ich was erzähle und der andere sagt gleich, mach das, 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 ja, sondern ich lasse halt den anderen kommen und wenn er sagt, kannst du mir einen Tipp geben oder nicht, dass ich mich jetzt extra bitten lasse, sondern ich denke immer, ich respektiere den Willen und den Wunsch und das Energiefeld des anderen, indem ich warte, ob ich etwas tun soll oder nicht, ja. Wenn man das natürlich als Therapeut macht oder als Heilpraktiker, als Energetiker, als Coach, dann ist das natürlich immer klar, das sind die Positionen klar. Aber ich finde das eine sehr nützliche, pragmatische, hilfreiche und auch sehr, wie soll ich sagen, klare Methode, wie man in kurzer Zeit weiß, was ist Sache, wo steht der, ist das Thema aktuell, Vergangenheit, vielleicht frühere Inkarnation. Und wie arbeite ich jetzt? Und das war für mich alles auch in den Resilienztopf. Und meiner hat halt 5 Etagen mit verschiedenen Werkzeugen und Methoden. Und dann, ja, dann geht's los. Dann geht's Ja, eigentlich sehr, sehr gut. umsetzen. Ja, absolut. Das Umsetzen ist das Entscheidende und ich finde auch diese Analyse ganz wichtig, um wirklich zu sehen, okay, in welche Richtung darf ich jetzt ansetzen? Und was ja auch mitklang eben war schon, es ist alles ja nicht zufällig. Das heißt, da klopft dann eben ein altes Thema an, weil es jetzt geheilt werden möchte, angenommen werden möchte. Das heißt, also wir sind ja auch gerade jetzt in einer Zeit, weil wir vorhin ja auch schon über die Dynamik kurz gesprochen haben, also in einer Zeit, wo das vermehrt für immer mehr Menschen Thema wird. Also das heißt, der Druck im Kochtopf wird höher und damit auch natürlich die Resilienz, Forderung, jetzt damit umgehen zu können und dabei eben nicht unterzugehen. Ja. Würdest du sagen, dass jetzt genau diese aktuelle Zeit zwar einerseits diesen Druck erhöht, aus deiner Erfahrung aber auch über die vielen Jahrzehnte jetzt eine Besonderheit in sich birgt, die vielleicht es uns einfacher macht, diese Themen zu lösen und damit auch unsere Resilienz zu stärken? Weil ich sage mal, jedes gelöste und geheilte Thema stärkt ja auch meine Resilienz, oder? Auf alle Fälle, ja. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass, wie du sagst, der Druck wird stärker und der wird halt auch stärker, weil die Energien stärker werden auf dem Planeten Erde. Aber weil die Energien stärker werden, gibt es auch Lösungsmöglichkeiten, die es vor 20, 30, 40 Jahren nicht gegeben hat. Das ist das Geschenk in der ganzen Geschichte, ja. Das heißt, es liegt eigentlich an uns, ob wir immer noch den Deckel draufhalten und den Topf zerreißt es schon fast, oder ob wir mal aufmachen und sagen, hallo, gibt es vielleicht noch was anderes, ja? Gibt es vielleicht andere Energien, andere Frequenzen? Gibt es vielleicht eine Neuausrichtung? Gibt es vielleicht eine spirituelle Welt, die mir da helfen kann? Und in Wahrheit ist es ja so, wenn wir mal bereit sind, uns auf etwas Neues oder auf etwas Spirituelles einzulassen, dann kann das Thema so schnell geheilt sein. Also manches Mal innerhalb weniger Minuten, wofür wir früher vielleicht Stunden, Tage, Wochen, Monate gebraucht haben. Das ist das Geschenk an der Geschichte. Und ob wir das jetzt nutzen oder nicht, das liegt an unserer Bereitschaft, aber vor allem an unserem Bewusstsein. Wenn wir in unserem Bewusstsein weitergehen, uns weiterentwickeln, wenn wir eine persönliche oder spirituelle Bewusstseinsentwicklung durchlaufen, ja, dann wird es sowieso leichter für uns. Und wenn man sagt, oh, was muss ich da für eine Entwicklung durchlaufen? Was muss ich da lernen? Ja, lernen tut man learning by doing in dem Fall.
einfach offen sein oder auch die geistige Welt bitten, zeig mir einfach den nächsten Schritt. Zeig mir einfach, was ich erkennen soll, wie ich damit umgehen soll. Lass mir ein Buch aus dem Regal fallen oder sonst irgendwas, einen Podcast hören, irgendwas, ja. Es geht um die Bereitschaft, weil die da oben, sage ich mal, die haben das Programm für uns sowieso schon bereit. Es geht um unsere Bitte, um unser Erwachen, um unser Ja, ich möchte. Und dann beginnt es wirklich von selber zu laufen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Und bei manchen muss es halt sehr, sehr, sehr wehtun, bevor sie den Topf öffnen. Und bei anderen ist der Topf sowieso schon geöffnet. Die kommen aber auch schneller wieder in ihre eigene Resilienz. Die erholen sich innerhalb kürzester Zeit wieder, weil sie einfach schon viel an sich gearbeitet haben, sehr viel an sich erfahren haben und sich vor allem auch besser kennengelernt haben. Denn wenn ich weiß, ich reagiere in der Situation so und so und so, weil das, 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 oder ich weiß, ich greife in meine Tasche und nehme eine Aura-Essenz heraus, eine Engel-Essenz oder ein Engelsymbol, werfe einen Blick darauf, verbinde mich, reflektiere zum Thema, schaue, was will mir das Symbol sagen und lege es dann auf ein Chakra auf, ja, dann brauche ich nicht mehr so lange im Schmerz sitzen, sondern kann ich mir selber in kurzer Zeit wirklich sehr rasch helfen. Und diese Engelsymbole, von denen ich spreche, die hat es vor 30 Jahren, vor 50 Jahren noch nicht gegeben. Das sind ja relativ neue Werkzeuge, die genau in unsere Zeit passen. Und ich sage immer, das sind auch die Wanderschuhe auf dem Weg in ein neues Bewusstsein. Und wir sind wieder bei einem alten Thema, beim Thema Selbstverantwortung. Ja, die nimmt uns keiner ab. Die soll uns auch gar keiner abnehmen. Für mich wäre das schon wieder Bevormundung. Also ich brauche ja sehr viel Freiheit und Freiraum. Also meine Selbstverantwortung, die liebe ich, weil solange ich selber frei entscheiden kann, lasse ich mir das von niemandem abnehmen. Wenn ich in einer Situation bin, wo ich nicht mehr frei entscheiden kann, weil ich so krank bin oder im Koma oder sonst irgendwas, dann muss ich sowieso die Entscheidung abgeben. Aber solange ich klar im Kopf bin, versuche ich immer selber die Entscheidungen zu treffen. Und ich muss natürlich dann auch bereit sein zu erkennen, was vielleicht gerade nicht so in Ordnung ist und schauen, wie ich das auflöse, an mir arbeite, mir ehrlich eingestehe und so weiter. Also das hängt natürlich auch mit Resilienz zusammen. Für mich ist Resilienz auch eine Art Kurskorrektur. Ja, eigentlich eine permanente Kurskorrektur, ne? Weil man eben Räume schafft, wo man bisher zu viel Druck hatte und dadurch sozusagen mehr im Tanz, sage ich mal, ja, im besten Falle im Flow, diese Räume nutzt, um wieder Kraft zu tanken und die Herausforderungen dann eben auch ja, zu lösen im Leben. Du hast gerade eben nochmal für mich dieses Schlüsselwort Eigenverantwortung ja auch genannt. Also das, was du davor erzählt hast, waren eben genau auf der Basis dessen, dass ich schon in der Eigenverantwortung bin. Und deshalb ist für mich diese Eigenverantwortung eigentlich der Schlüssel, wo man aber auch sieht in der Gesellschaft, natürlich geprägt durch das, was uns vermittelt und indoktriniert wurde über Jahrzehnte, eben diese Eigenverantwortung eher abzugeben, weil das ist ja lästig, ja, und lass mal das den Arzt machen, der wird mich schon heilen. Und das bringt mich ja auch in eine Trägheit. Also ich sag mal, ein Immunsystem, was nicht trainiert wird, das kann sich auch nicht mehr Immunsystem schimpfen, weil das einfach mal atrophiert, ja, das löst sich auf wie ein Muskel, der nicht benutzt wird. Also das heißt, ich muss ja sagen auch, ja, das ist doch eigentlich der Schlüssel. Was würdest du jemandem sagen, der da eigentlich ja eher Angst vor hat? Und das ist gar nicht ein Vorwurf, sondern eher das Ergebnis einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung für mich. Ja, der muss wieder, wie du sagst, Muskel trainieren. Mit Hilfe, mit Unterstützung. Und diese Hilfe und Unterstützung kann natürlich von einem anderen Menschen kommen. Ja, das kann ein Therapeut sein, das kann ein Freund sein, das kann ein Partner sein, das kann ein Yogalehrer sein. Ja. Und andererseits muss man sich wirklich auf den Weg machen und selber schauen, was möchte ich eigentlich? Was gebe ich auf, wenn ich meine
also meine Nicht-Eigenverantwortung aufgebe, das ist die Bequemlichkeit, aber ich gebe auch damit eine Abhängigkeit auf. Und es ist uns, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie gegängelt wir permanent werden in unserem Leben, in unserem Alltag, sichtbar und nicht sichtbar. Wir hängen alle an Fäden wie Marionetten, ja. Und ich glaube, das ist auch ein Zeichen unserer Zeit, da aufzuwachen und sagen, okay, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen in der Eigenverantwortung. Es ist zwar vielleicht nicht ganz bequem und nicht angenehm manchmal, vielleicht auch etwas schmerzhaft, aber im Sinne dessen, dass ich ein bewusstes Leben führen möchte, ein bewusster Mensch sein möchte, einen gewissen Aufstiegsprozess, einen spirituellen mitgehen möchte, komme ich an dem Thema nicht vorbei. Und ich, wie gesagt, ich kann mir Hilfe holen von außen, aber es muss auch eine Bereitschaft da sein. Und wenn ich beispielsweise mit Klienten gearbeitet habe, das war eines der ersten Dinge, dass ich mal abgetestet oder abgefragt habe, wie hoch ist denn die innere Bereitschaft? Und wenn die auf einer Skala von 0 bis 100 weniger als 85% war, habe ich dann einmal nur auf dem Thema innere Bereitschaft gearbeitet, ja. Ich habe das kinesiologisch gemacht, ich habe das mit meinen Essenzen, mit meinen Symbolen gemacht, aber in vielen Fällen ist das der erste Schritt, um überhaupt in einen Heilungsprozess zu kommen oder um überhaupt zum Thema Resilienz irgendetwas machen zu können. Weil an der Eigenverantwortung oder mit der Eigenverantwortung steht und fällt so ziemlich alles, würde ich sagen, gerade wenn man energetisch, spirituell arbeitet. Aber auch wenn ich heute Psychotherapie mache, ja, sage ich einmal, zweite Ebene, dritte Ebene, wenn ich nur hingehe und dem Therapeuten irgendwelche Geschichten erzähle und nicht bereit bin, daraus zu lernen oder Erkenntnis zu ziehen, ja, sind wir auch wieder bei der Eigenverantwortung. Dann ist es nur eine Unterhaltung und ja, nicht mehr. Ja. Ja. Also das ist, glaube ich, wirklich ganz, ganz entscheidend, diese Eigenverantwortung. Ja. Ja, und auch was du sagst, diese Bereitschaft, die ja vielleicht in den meisten Fällen sogar unterbewusst eben verweigert wird oder nicht da ist, aus, und jetzt würde ich auf diese energetische Ebene nochmal kommen, eben aus Mangel heraus. Also wir haben ja jeder so im Grunde genommen Energieklau-Muster. Du hast das vorhin schon das unpopuläre Wort Energieklauer sozusagen angesprochen, aber machen wir uns nichts vor. Also im Idealfall würde ich sagen, sind wir Menschen ja angebunden in die Schöpfung und bekommen unendlich viel Energie vom Universum, weil es ist ja alles da. Und wir haben leider uns ja irgendwo abgeschnitten und brauchen aber Energie. Und jeder hat so seine Strukturen entwickelt, ob das das arme Ich ist oder der Unterdrücker oder der Fragenbeamte oder was es da alles gibt, gibt es auch ausreichend Literatur zu, sich gegenseitig zu beklauen. Also ja, wenn ich dir jetzt die Energie aus der rechten Tasche klaue, dann fehlt sie dir und du gehst an meine linke und klaust sie auch wieder, eben durch Strukturen, durch Muster. Und kann es sein, dass eben genau dieser Mangel uns davon abhält, in diese Bereitschaft zu gehen, weil wir gar nicht uns vorstellen können, dass wir auf der energetischen Ebene mal so gut genährt sein könnten, damit wir resilient durchs Leben auf dieser Ebene gehen. Also entsteht da auch viel Blockade aus dem Mangel heraus? Oh ja, davon bin ich überzeugt. Und wenn man sich diesen Mangel anschaut, das ist ja auch eine Energie, die wir über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte oder über Generationen mitbekommen haben. Und dieses Mangeldenken war ja oft damit verbunden, mit religiösen Vorstellungen. Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Das sind ja alles Aussagen, je mehr wir im Mangel sind, desto besser geht uns dann nach dem Tod. Ja, das waren ja Glaubenssätze, das waren nicht nur Glaubenssätze, das war ja etwas, womit viele Generationen vor uns und auch in unserer Generation groß geworden sind. Das haben wir ja überall in unseren Zellen, in der DNA. Ja. Das ist etwas, was uns schwach hält, weil Mangel ist immer Schwächung, Schwächung eines Systems. Ob das jetzt eine Gesellschaft ist oder ob das der Körper ist,
Mangel ist immer Schwächung. Und manchmal wird dieses Mangeldenken ganz gezielt eingesetzt, um jemand anderen zu schwächen. Manches Mal passiert es unbewusst, aber in vielen Fällen ganz gezielt. Und du hast recht, es ist wichtig, dass wir aus diesem Mangel aussteigen. Und wichtig ist, dass man das mal erkennt. Welche Muster stecken dahinter? Ja? Habe ich das aus der Ahnenreihe mitgebracht? Sind das Glaubenssätze meiner Kindheit? Sind das Glaubenssätze in dem sozialen Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin? Ist es die Gesellschaft, die mich geprägt hat? Und wenn du schaust, wie viele Bücher es gibt zum Thema Reichtum und Fülle und legt das alles ab und so weiter, dann wissen wir, dass eigentlich unsere ganze Gesellschaft durchdrungen ist von diesem Mangeldenken. Obwohl das Göttliche ist die Fülle. Wenn du in die Natur rausschaust, es ist Fülle. Die Sandkörner, das Meer, die Blüten. Die Sterne, es ist alles Fülle. Das Göttliche ist Fülle. Und das, was der Mensch daraus gemacht hat, ist die Abwesenheit von Fülle. Und das ist das, was uns manchmal aushöhlt oder schwächt. Und wenn wir das erkennen und das auflösen, dann tragen wir einen wesentlichen Beitrag zu unserer eigenen Resilienz bei. Also können wir dazu beitragen, resilienter zu werden. Und das ist wieder das, wo wir eingangs schon gesagt haben, es spielt sich sehr viel auch im Kopf ab, aber jetzt nicht der Mangel, sondern es geht immer auch ums Analysieren, ums Erkennen, ja? Und da bin ich wieder bei meiner Struktur, da kann ich schauen, okay, auf der Ebene ist das, 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 das. Und der Mangel ist ein Glaubenssystem. Das heißt, da geht es um Gedanken oder um Glaubenssätze. Also setze ich das einmal auf der mentalen Ebene an. Wenn ich aber dann diesen Mangel fühle und es geht mir schlecht, bin ich auf der seelischen Ebene und dann manifestiert sich das auf der physischen Ebene. Ja? Natürlich auch auf der energetischen Ebene, weil wenn meine Chakren zusammenklappen oder die Aura getrübt wird oder durchlässig oder sonst irgendwas, dann habe ich einmal auf vier Ebenen durch den Mangel eine Schwäche. Es gibt aber auf der spirituellen Ebene keinen Mangel. Und deshalb haben wir zumindest immer und jederzeit die spirituelle Ebene, um in die anderen Ebenen hineinzugehen und dort das Leck dicht zu machen und wieder aufzufüllen. Das ist mir jetzt erst durch unser Gespräch auch so bewusst geworden. Also Ja, ist das. diese Ebene, die ist unangreifbar eigentlich, Ja, ja? super, super. Also Ingrid, weil die Frage lag die ganze Zeit schon im Raum. Ich wollte die Frage stellen, ob die spirituelle Ebene mit der Resilienz eine Schlüsselebene aus deiner Sicht ist. Ja, Ja, also ich habe Gänsehaut pur, weil das lag schon im Raum. Ich finde das großartig. jetzt haben wir es gut abgeleitet. Das ist Manchmal super. muss man etwas herleiten, wie in der Mathematik oder in der Chemie, damit Klick macht und dann verstehen wir es selber auch oft besser. Ja? Absolut, Ich liebe absolut, diese ganz genau. Prozesse. Weißt du, ich liebe das. Ich bin zwar sehr intuitiv und sehr fühlig und alles Mögliche, aber manches Mal. Das dauert bei mir oft, so beim Aufwachen oder beim Einschlafen, da macht es Doing und dann kommt eins zum anderen und auf einmal sage ich, ja, jetzt habe ich wieder das raus aus dem Bett aufschreiben. Ja, genau, absolut. Also, so wie wir vorhin schon darüber gesprochen haben, dass sich eben diese Dominoeffekte ins Negative sozusagen entwickeln können, geht es natürlich auch genau andersrum. Also, unser jüngster Sohn sagt mir immer: Vater, du musst jetzt mehr Sport machen, ja, in deinem Alter, da ist das ganz entscheidend, damit du eben, ja, resilient nimmt er jetzt nicht das Wort, aber dass du widerstandsfähiger bist und das wirkt sich auch auf deinen Spirit aus. Und ja, der hat ja recht. Also wenn ich irgendwo anfange, zu sagen, ich tue was für mich, und das hast du vorhin ja sehr schön gesagt, denn all das, was da an Maßnahmen von dir schon genannt wurde, ist ja etwas, was ich wirklich für mich aus auch einer Selbstliebe heraus mache. Also ich nehme mir Raum, ich nehme mir Zeit und tue dann etwas für mich. Das wirkt sich dann auch automatisch auf alle anderen Ebenen aus. Genau. Ja, eins ist mit dem anderen verbunden. So ist es ja. Ja, es ist oft.
nicht im Tagesbewusstsein da, dass er sagt, das hängt damit zusammen, damit. Das kommt einfach durch Reflektieren, durchs Gespräch, so wie wir es jetzt machen. Aber in Wahrheit hängt alles mit allem zusammen. Und das ist ja auch ein kosmisches Prinzip. Absolut. Jetzt würde mich doch interessieren, wir sind ja nun ja in einer technischen, technokratischen Gesellschaft im Grunde genommen angekommen und alles wird bestimmt durch eher künstliche Objekte, künstliche Abläufe, künstliche Beleuchtung etc. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht eben das zum einen als Einfluss auf unsere Stärke der Resilienz und auf der anderen Seite der Gegenpol, Natur, Naturschlafphase, natürliche Rhythmen. Wie kann ich da durch meine Ausrichtung, vielleicht aus der Stadt wieder aufs Land zu ziehen, sage ich jetzt mal ganz klar, das auch schon unterstützen auf den fünf Ebenen? Ja, auf alle Fälle, weil wenn wir in Resonanz gehen, alleine unsere Schwingung, ja, unsere menschliche Schwingung, ich spreche jetzt von der physischen Schwingung eines Körpers, das ist die eine Schwingung, das andere ist aber unser Bewusstsein, unsere Seele, das ist ja noch einmal eine andere Schwingung. Und wenn wir uns dann die technischen Schwingungen anschauen oder die Schwingungen in der Natur, dann wird es eigentlich klar, womit wir unsere Schwingungen, unsere Eigenschwingungen wieder anheben können. Man bräuchte es eigentlich nur messen. Man kann das ja physikalisch messen, welche Schwingungsfrequenz wir haben. Und es gibt ja auch, es ist ja bekannt, dass bestimmte Krankheiten nur auf einer bestimmten niedrigen Schwingung entstehen können. Und genauso kann ich meine Schwingung korrigieren, indem ich den Level wieder anhebe. Und das kann natürlich durch die Natur sein, das kann durch Musik sein, das kann durch Klangschalen sein, aber auch eine Blüte hat eine bestimmte Frequenz. Bin ich bei den Blütenessenzen, ja? Oder Bewusstsein, wenn ich etwas lese, ja, ist ja auch eine bestimmte Schwingung, die ich dadurch erzeuge. Oder ich hole mir einfach Engelenergien, Engelessenzen, die haben auch eine sehr, sehr hohe Energie. Das heißt, wenn die technischen Energien, denen wir oft nicht auskommen, ja, weil wir eben vielleicht in der Stadt leben oder weil wir vielleicht in einem Umfeld leben mit niedriger Schwingung, dem wir uns aus bestimmten Gründen vielleicht vorübergehend oder längere Zeit nicht entziehen können, dann gibt es immer noch die anderen Energiefrequenzen, die wir uns in unser tägliches Umfeld hereinholen können und dadurch die niedrige Schwingung, in der wir sind, in der wir wohnen, arbeiten, leben, anheben. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil wir der Situation nicht ausgeliefert sind. Natürlich, wenn wir sagen, wir wohnen am Land, wir wohnen am Meer, wir wohnen am Waldesrand, das sind Idealvorstellungen, manchmal auch ideale Wohnverhältnisse. Aber sobald wir unseren Computer einschalten, das Handy in die Hand nehmen, diese verrückten 5G-Masten in unserem Umfeld haben, sind wir der Sache ausgeliefert, temporär. Aber wir können dagegen etwas machen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das immer mehr ins Bewusstsein kommt, dass wir keine Opfer sind, sondern dass wir aus dieser Opferrolle jederzeit aussteigen können und aktiv und bewusst wieder das Frequenzniveau verändern können. Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend, darauf zu achten, möglichst also Kompensation hier zu nutzen, um eben ja diesen Einflüsse, die uns schwächen, eben entgegenzuwirken. Nun haben wir diese technischen Einflüsse, wir haben aber auch gesellschaftliche Veränderungen. Also ich glaube, noch nie haben so viele Singles gelebt wie heute. Früher war das gar nicht möglich, alleine zu überleben. Man brauchte einen Clan, man brauchte eine Großfamilie. Mein Eindruck ist, dass auch, ich sag mal, in einer Großfamilie ist auch nicht jeden Tag Eitelkeit und Sonnenschein, das ist schon klar, aber die Gruppe als soziales Gefüge im engeren Sinne stärkt auch die Resilienz auf all diesen Ebenen des Individuums. Würdest du sagen, dass dieses, wo viele Menschen sehr einsam, vielleicht auch einzeln, alleine in der Großstadt leben oder auch auf dem Dorf, dass das nochmal eine Komponente ist der Stärkung der Resilienz, eben eigentlich in der Gemeinschaft zu leben? Auf alle Fälle. Also ich würde das sogar bei der emotionalen Resilienz ansiedeln. Und ich glaube,
Es ist vielleicht manchmal nicht möglich, dass man genau das soziale Umfeld hat, physisch, das man bräuchte. Aber es gibt ja heute Möglichkeiten des Austauschs, des sich Vernetzens mit Gleichgesinnten in Gruppen, Community, ich denke da an meine eigene Online-Community, wo so viele Leute drin sind, die sich kennengelernt haben online, ja, bei einem Meditationsabend oder bei einem Praxisabend. Und die dann erzählen, ich habe mich viele Jahre unverstanden gefühlt, alleine gefühlt in meinem sozialen Umfeld. Ich kann in meiner Firma nicht über Englisch sprechen, ich kann in meiner Familie nicht über Spiritualität sprechen. Und endlich habe ich eine Gruppe gefunden, wo ich mich austauschen kann, wo ich Fragen stellen kann, ohne dass ich ausgelacht werde, wo ich auch mich verbinden kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit. Und wir wissen ja, wenn ich jetzt aus astrologischer Sicht mir das anschaue, wir sind da im beginnenden Wassermann-Zeitalter. Und der Wassermann in der Astrologie steht für Gruppe und für Vernetzung. Ja, auch Internet ist Wassermann-Energie. Das heißt, wir gehen in ein Zeitalter, wo es um Vernetzung geht, wo es um Zusammenfinden in Gruppen, in Interessensgruppen geht, aber die müssen nicht unbedingt physisch sein. Und ich glaube, das ist eine große Chance und eine große Bereicherung, weil eben auf der physischen Ebene manchmal diese Möglichkeit nicht besteht, jemanden zu finden, der genauso tickt oder der einen da begleitet oder der mit einem meditiert, ja. Aber im großen, weiten Netz, so wie wir beide, wir sind derzeit ja auch, glaube ich, 2000 Kilometer gerade voneinander entfernt, ja, und führen dieses Gespräch. Also das ist wieder eine Zeitqualität, die man sehr, sehr positiv und konstruktiv nutzen kann. Und das ist das, was mir auch Spaß macht und Freude macht, auch Botschaften rauszubringen, Impulse rauszulassen. Ja, ich schicke das raus, ich weiß gar nicht, bei wem das aller landet, bekomme sehr viel Feedback. Aber das ist es, wo wir einander helfen und stärken können, uns vernetzen können, auch wenn wir physisch voneinander hunderte oder tausende Kilometer getrennt sind. Ja, sehr wohl. Und das kann man fühlen und davon kann man profitieren. Das ist nährend und nicht zehrend. Und von daher, ja, das ist eben diese Ausrichtung, das Wahrnehmen und dann selber auch zu schauen. Du sagtest so schön, diese ständige Korrektur, eben ja, seinen Weg so zu korrigieren, dass man immer wieder regenerieren kann, seine Resilienz stärken kann, um dann neue Herausforderungen eben anzugehen. Würdest du... Also sind natürlich viele Kräfte hier am Wirken und wir haben schon über 5G gesprochen und andere Energien, Fremdenergien. Für mich zeigt es sich eigentlich immer deutlicher, dass es hier am Ende um einen Kampf um Energie geht und zwar nicht um Erdöl oder irgendwelche Gasressourcen, sondern tatsächliche Essenzen der Energie, des Urquells, will ich mal sagen. Wie bewertest du diese Angriffe und diese Strukturen, die sich über Jahrtausende aufgebaut haben, um eben genau auf dieser energetischen Ebene ja, uns, wie soll ich sagen, zu berauben? Ja? Also dann im großen Stil, nicht so, ich klau dir was und du klaust mir was. Ja, ich glaube, es ist derzeit ein großer Machtkampf auf dem Planeten Erde ausgebrochen. Dieser Machtkampf existiert sicher schon längere Zeit, eben zwischen positiven Kräften und negativen Kräften. Nur in den letzten Jahren ist unser Bewusstsein angestiegen und dadurch können wir besser erkennen und verstehen, was eigentlich wirklich los ist. Und vorher haben wir ja alle geschlafen, ja. Die Menschheit hat geschlafen und ein paar wenige haben mit uns gemacht, was sie wollten, haben uns das vielleicht noch sehr nett verkauft. Also ich möchte da jetzt gar nicht auf die speziellen Gruppierungen eingehen. Da fallen mir gleich ein paar Institutionen ein, die Jahrtausende alt sind, die uns beherrscht haben, die uns manipuliert haben, die uns ausgebeutet haben, die uns diktiert haben und die uns klein gemacht haben.
Es funktioniert nicht mehr. Aus dem einfachen Grund, weil eben dieses große Erwachen auf dem Planeten Erde durch diese gesamte Schwingungsanhebung endlich einmal ins Rollen kommt, ins Laufen kommt, ins Bewusstsein der Menschen kommt. Und es ist wie ein Geburtsprozess, in dem wir stecken. Wir waren vorher immer vor dem Geburtskanal. Jetzt sind wir drinnen. Jetzt ist es zwar dunkel und viele können sich nicht vorstellen, dass es noch einmal hell wird, aber es wird einfach hell, weil das Baby kommt auf alle Fälle auf die Welt, ja? Mit Kaiserschnitt oder ohne, oder mit Saugglocke, ja? Und die Menschheit geht auch durch diesen Geburtsprozess durch, der schmerzhaft ist, der dunkel ist, der oft nicht verstanden wird, aber diese Mächte verlieren an Kraft. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, vielleicht einige Jahre, vielleicht einige Jahrzehnte, obwohl ich glaube, bei der Intensität und der beschleunigten Energie, die wir jetzt erleben, wird es nicht mehr so lange dauern. Und es gibt ja Prognosen, Astrologie, Palmblattbibliothek, alles Mögliche. Im Prinzip stimmen die ja überein, dass es in den nächsten 1, 2, 3 Jahren mal so eine Art Durchbruch geben wird, ja. Und dann kann sich das entwickeln, was das Gegenteil von Macht und Machtmissbrauch ist. Und dafür brauchen wir viel Kraft. Dafür brauchen wir noch viel Wissen, das ja lange Zeit vor uns verborgen blieb, was uns ja vorenthalten wurde. Und wir brauchen sehr, sehr viel geistigen Beistand, Unterstützung. Aber die geistige Welt war noch nie so nahe, auf Tuchfühlung nahe, wie jetzt in dieser Zeit. Und deshalb finde ich das total spannend und aufregend. Und ich freue mich, wenn wir diesen ganzen Krempel mal abgeschüttelt haben und uns von dem Gröbsten befreit haben. Und man sieht ja, wie bestimmte Institutionen oder Konstrukte unserer Gesellschaft oder Wirtschaft immer mehr sich auflösen. Das verursacht natürlich Chaos, Verunsicherung und Angst. Und in dieser Situation ist es wahrscheinlich wichtig, einfach das Endergebnis sich immer wieder vor Augen zu führen, das Licht, Liebe, Toleranz, Freiheit, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung ist was anderes als Selbstverantwortung. Ja? Die Selbstverantwortung ist der erste Schritt. Ohne Selbstverantwortung kommen wir nicht in die Selbstbestimmung. Ja? Aber ich sag, die Zeichen der Zeit stehen alle auf Sturm, auf positivem Sturm, auch wenn es im Außen halt anders stürmt, auch auf der physischen Ebene. Aber wir brauchen das, sonst können wir nie eine neue Welt aufbauen. Erde 2.0, das ist was, was mir so gut gefällt, wo ich sage, dann lebt der Mensch irgendwann in absehbarer Zeit so, wie es für den Menschen eigentlich ursprünglich gedacht war. Mit der Ja. Natur, eigentlich die Fülle nutzend, die Ressourcen schonend nutzen, mit ausreichend Zeit, mit den Fähigkeiten, die er mitbringt, die kann er dann einsetzen. Dann gibt es nicht mehr, der Job ist mehr wert und der Job ist weniger wert, sondern es ist alles gleich viel wert. Und das ist meine Vorstellung, der neuen Zeit, auf die wir zusteuern. Und diese Machtstrukturen werden das nicht überleben. Also davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja, die Zeit des Wandels definitiv. Und gerade für diese Zeit brauchen wir eben diese Resilienz. Wir haben bisher über die individuelle Resilienz gesprochen, was mich natürlich auch dazu führt, kollektive Resilienzen. Also ich sehe gerade Völker, die ja eigene Schicksalswege haben, Gruppenseelen. Also hier gibt es ja auch Verbindungen, übergeordnete Strukturen. Auch da geht es auch um Resilienz am Ende aus meiner Sicht. Ja. Wie resilient sind wir hier, wenn wir jetzt mal schauen, zum Beispiel im deutschsprachigen Raum aus deiner Sicht? Ja, da kommt es wieder auf die Ebene an.
Also ich würde sagen, Resilienz, wenn wir das jetzt landesübergreifend oder völkerübergreifend machen, ist es wichtig, dass wir wieder spirituelle Resilienz an uns heranlassen, energetische Resilienz, denn mit der mentalen Resilienz steht es momentan nicht so gut, weil wir eben noch sehr, sehr beeinflusst und manipuliert werden. Ja, und solange wir künstlich in Angst gehalten werden, sind wir manipulierbar. Und Angst ist für mich mentale Resilienz, die sich dann auf der emotionalen Ebene und auf der physischen Ebene auswirkt. Und deshalb ist es wahrscheinlich sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Bewusstseinswandel nicht nur energetisch durchlaufen, sondern auch sehr stark wirklich auf unserer mentalen, gedanklichen Ebene uns informieren, denken, reflektieren, austauschen, einander Mut zusprechen, einander Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Das ist für mich alles mentale Resilienz. Und vielleicht ist das wirklich der Knackpunkt der völkerübergreifenden Resilienz. Die Naturvölker, die stehen irgendwo ganz anders. Die brauchen das nicht. Oder es kommt darauf an, wie sehr sie schon in die Zivilisation eingetaucht sind. Wenn ich mir die Aborigines anschaue, die ja auch sehr wohl zu Corona-Zeiten ihre Probleme hatten mit dem Staat und den staatlichen Vorschriften, könnte man auch sagen, ja, die stehen da drüber, aber sie leben halt auch im Irdischen, ja. Die arbeiten natürlich spirituell im Hintergrund. Das sieht man nicht im Fernsehen, Gott sei Dank. Ja, oder wäre vielleicht interessant, das im Fernsehen zu sehen. Aber das ist auch wieder der Überbau, die spirituelle Resilienz, damit es irgendwann auch auf der mentalen Resilienzebene ankommt, damit die große breite Masse mit aller Kraft sich, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Ich will nicht sagen, dagegen wehrt, aber drauf kommt, dass sie eigentlich so viel Kraft haben, selbstbestimmt zu leben, in Frieden zu leben. Das ist ja wichtig, ja. Es wird uns ja eingeredet, um Frieden zu schließen, müssen wir jetzt Waffen dort und dorthin schicken, ja. Man, wie irre ist denn das, bitte? Also da stimmt ja irgendwas nicht. Alleine wenn man sich den Satz auf der Zunge zergehen lässt, merkt man schon, dass das ja ein Widerspruch in sich ist, ja. Das heißt, die mentale Ebene ist sehr, sehr wichtig, aber sie soll genährt werden von der spirituellen Ebene. Weil dann können wir den großen Wandel wirklich auch umsetzen in der physischen Ebene. Ja, da gilt im Grunde genommen für die, ja, Gemeinschaftsresilienz das Gleiche wie für die individuelle. Am Anfang ist das Erkennen, das Bewusstwerden, dann auch die Verantwortung, die Eigenverantwortung des Volkes, der Gesellschaft oder besser gesagt der Gemeinschaft zu erkennen und dann in die eigene Handlungsfähigkeit wiederzukommen. Und das sind die Schritte, die im Grunde genommen jetzt jeder Einzelne für sich gehen kann, aber auch die Gemeinschaft gehen muss, um Genau. hier wirklich, ja, zu genesen. Es geht ja um Heilung. Genau, es geht um Heilung, ja. Ja, wow. Also ich finde es so wichtig, genau diese 5 Ebenen sich bewusst zu machen und zu erkennen, wie die auch miteinander verzahnt sind. Denn es ist halt schwer, wenn du versuchst, einen Wasserrohrbruch in deinem Haus zu beheben und das Leck nicht kennst, ja. Also von daher sind diese Zusammenhänge und das zu finden, die wirkliche Ebene, auf der gerade die Hilfe benötigt ist, eben zu identifizieren und dann auch hier zu arbeiten, an der Baustelle gerade und da mir Freiräume zu schaffen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wohl jetzt deutlich geworden und hat für mich auch den Horizont von Resilienz nochmal ganz neu aufgespannt. Ingrid, du hast viele Hilfsmittel schon auf diese Erde gebracht, ja. Und was ist so dein Tipp? Was sollte man als erstes für sich tun, wenn man merkt, mir bleibt die Luft weg? Du hast vorhin den Atem angesprochen. Ist das vielleicht so eine Möglichkeit, über den Atem Ja, etwas zu bewegen? auf alle Fälle. Es gibt da sehr gute Atemtechniken. Ich kenne mich da nicht so gut aus, weil ich da nicht Spezialistin bin.
Aber mit Atem, mit der richtigen Atemtechnik kann man in der Situation gleich einmal sich selber helfen, dass man aus Panik aussteigt, dass man aus der Angst aussteigt, weil da ist man ja von der Angst und Panik ferngesteuert. Das heißt, damit man wieder die Kontrolle über sich bekommt, über den eigenen Körper, über das eigene Denken, das eigene Handeln, damit man wieder autark ist, autonom ist und nicht dann fremdbestimmt wird. Und ich würde wirklich auch sagen, verbindet euch mit euren Geistführern. Sie sind da, sie warten ja nur darauf, dass der Impuls von uns kommt. Sie dürfen natürlich eingreifen in Notsituationen, aber ansonsten warten sie auf unseren Impuls. Denn wenn wir nicht dazu bereit sind, nützt ihre Hilfe ja relativ wenig. Weil wenn die Bereitschaft nicht, ich sage jetzt mal wieder bei meinen 85% sind, beißen sich die Engel auch die Zähne aus, ja. Und sie wollen uns ja nicht was überstülpen, was für uns noch nicht passend ist, ja. Sondern sie wollen uns ja das anbieten, was wir gerade nehmen können, begreifen können, nutzen können, integrieren können. Aber die sind da, Tag und Nacht. Sie warten nur darauf, dass wir sie darum bitten. So Ja, einfach kann nochmal es manchmal ein sehr sein. schöner Hinweis, weil es ist ja wichtig, eben genau diese Verbindung zu intensivieren und damit auch Ja zu sagen und es zuzulassen, um Hilfe auch zu bitten. Und für mich ist der Atem eben auch so ein Verbindungselement zwischen diesen fünf Ebenen. Ja, denn wenn ich atme, kriege ich ja in erster Linie mal Sauerstoff in die Zellen, was jetzt auf der physischen Ebene arbeitet. Aber wenn ich Prana atme, dann kriege ich auch Energie in mein System. Ja, ich kann aber auch mit dem Atem durch eine Meditation auf der geistig-seelischen Ebene eben mich ausdehnen, mich beruhigen, wieder in einen neuen Raum mich katapultieren. Und auch die spirituelle Ebene ist für mich der Atem Gottes, das, was uns eigentlich als Funken durchdringt. Also der Atem eine Möglichkeit, dem wir täglich jede Sekunde sozusagen bei uns haben, ohne dem wir nicht hier in dieser Matrix existieren könnten. Und das ist so naheliegend, weil er alle fünf Ebenen miteinander so einfach verbindet und uns diesen Raum erschaffen kann, die Resilienz zu stärken. Genau so sehe ich das auch, ja. Ja, Es und ist ich finde auch manchmal, die, ja, entschuldige. Entschuldigung, ich wollte nur sagen, es ist manchmal so einfach, nur das Einfache und Naheliegende sieht man halt nicht immer, ja. Genau, das ist so ganz nach Loriot, sage ich immer wieder gerne, wo die Beine in der Badewanne sitzen und der Dr. Klöbner sucht den Stöpsel und sagt, wo ist der Stöpsel? Und der andere sagt, die sitzen drauf. Und ja, wir sitzen drauf, ja, deshalb sehen wir nicht. Es ist so nah bei uns. Ja. Vielleicht nochmal auf diese spirituelle Ebene eingegangen, weil wir sind ja vorhin drauf gekommen, gemeinsam, es ist eine Schlüsselebene. Und ja, warum ist das diese Schlüsselebene? Für mich aus meiner Wahrnehmung, und da würde mich deine Meinung auch sehr interessieren, deine Einschätzung, ist eben, weil sie abgekoppelt ist von diesem Spiel, das wir hier spielen. Wenn ich auf der spirituellen Ebene mein Bewusstsein erweitere und erkenne, getreu dem Motto, Mensch, erkenne dich selbst, habe ich ein Multitool im Grunde genommen, was durch alle Ebenen auch durchwirkt, weil wir sind spirituelle Wesen, die eben in diesem Spiel mit Körper, Geist und Seele und energetisch drin sind. Würdest du das auch ähnlich beschreiben oder hast du ein anderes Bild dazu, warum die spirituelle Ebene hier so eine Schlüsselposition einnimmt? Also ich kann dort nur das bestätigen, was du gerade gesagt hast. Für mich ist das auch, es ist die höchste Ebene und sie umfasst alle anderen, alle darunterliegenden Ebenen. Und die spirituelle Ebene durchdringt alle anderen Ebenen bis hinunter auf die physische Ebene. Und je höher der Heilungsansatz, ja, desto besser auch das Heilungsergebnis. Und wenn ich jetzt bei der spirituellen Ebene beginne oder sie zumindest integriere in die anderen Ebenen, dann bin ich immer auf der richtigen Seite. Also das ist das, was für mich alles umschließt oder alles einschließt. Es gibt vielleicht die physische Ebene ohne spirituelle Ebene, aber es gibt keine spirituelle Ebene. Also es gibt, ich kann jetzt auf der physischen Ebene was machen, ohne dass ich sage, ja, spirituelle Ebene interessiert mich nicht,
Aber wenn ich auf der spirituellen Ebene arbeite, ist automatisch immer die physische Ebene auch mit integriert. Manchmal braucht die physische Ebene vielleicht noch eine besondere Aufmerksamkeit oder eine besondere Behandlung. Ja, weil man kann jetzt nicht nur sagen, ich behandle einen Menschen nur auf der spirituellen Ebene. Ja, funktioniert manchmal, manchmal nicht. Also so fair muss man schon sein, dass man sagt, okay, der braucht aber jetzt Unterstützung auf der physischen Ebene. Ist so. Aber umgekehrt kriegt man nicht dasselbe Ergebnis, wenn man die spirituelle Ebene außen vor lässt. Und ich glaube, das dringt immer mehr ins Bewusstsein der Menschen. Und je bewusster und spiritueller die Menschen werden, desto mehr wird ihnen das auch klar, wie es funktioniert. Und deshalb ist es auch meiner Meinung nach so, dass es immer spirituellere Werkzeuge oder immer spirituellere Möglichkeiten geben muss für unseren Heilungsprozess, für unsere Resilienz, die vielleicht vor 20, 50, 100 Jahren gar nicht so im Vordergrund standen, als jetzt in unserer Zeit. Es wird alles durchlässiger, feiner, hochschwingender, also müssen auch die Ebenen, auf denen wir arbeiten, mindestens so hoch, wenn nicht sogar höher sein. Genau. Ja, und das erinnert mich an ein sehr schönes Gespräch, was wir in der Vergangenheit schon führen durften über die spirituelle Medizin. Und da war genau das Gleiche, eben diese Schwingungshöhe, Erhöhung sozusagen. Wenn ich von der höheren Ebene die darunterliegenden bearbeiten kann, dann wirkt das natürlich viel durchdringender und viel direkter und wirksamer. Ja, wundervoll. Also Ingrid, wir haben wieder Gänsehautmomente hier gehabt in unserem Gespräch. Ja, ich fand es einfach großartig. Und das auf dieser Ebene mal aufzufächern und sich dieser einzelnen Ebenen auch in ihren Zusammenhängen bewusst zu werden, fand ich sehr, sehr wertvoll. Und deshalb danke ich dir von ganzem Herzen für dieses Gespräch. Du bist immer sehr aktiv und umtriebig. Was läuft bei dir gerade aktuell? Hast du neue Projekte? Ich weiß, dass du immer sehr intensiv und tief auch in die Themen eintauchst. Hast du neue Themen, wo wir uns schon darauf freuen dürfen? Ja, also ich bin immer noch unter Anführungszeichen dabei, Menschen aus den Gesundheitsberufen abzuholen und ihre Herzen für die Spiritualität zu öffnen. Und ich glaube, das ist ein längeres Projekt. Aber ganz, ganz wichtig und macht Spaß und Freude. Aber das ist etwas, wo ich wirklich Step by Step schauen muss, wo stehen diese Menschen überhaupt? Wie erreiche ich sie überhaupt? Wie erreiche ich sie auf der emotionalen Ebene oder auf der mentalen Ebene? Wo erreiche ich sie im Irdischen? Ja, weil vor meiner Haustüre rennen nicht 95 Heilpraktiker herum, sondern ich muss schauen, wo finde ich die? Und trifft das, was ich ihnen vermitteln möchte, auf Resonanz? Wo stehen die überhaupt? Sind sie offen? Was brauchen sie? Was würde ihnen helfen, ihre Arbeit noch besser zu machen, eine andere Schwingungsebene in ihre Arbeit zu integrieren? Und ich glaube, dass das Thema Gesundheit und Spiritualität ein Thema der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein wird. Das, was ich jetzt mache, sind die allerersten Schritte. Aber ich finde es total spannend. Ich vernachlässige natürlich nicht die anderen, mit denen ich seit 25 Jahren unterwegs bin. Keine Frage, das mache ich sicher nicht. Aber die geistige Welt hat mir gesagt, schau mal, da gibt es jemand, der für deine Arbeit vielleicht offen sein könnte und der von deiner Arbeit oder von unserer gemeinsamen Arbeit profitieren könnte. Weil ich bin ja nur das Sprachrohr. Ja, wundervoll. Ich finde das auch, es ist ein wirklich wichtiges Thema, auch aktueller denn je. Denn hier ist Transformation wirklich vonnöten, um diese Zusammenhänge und all diese Möglichkeiten eben zum Wohle der gesamten Schöpfung sozusagen einsetzen zu können. Ja, also dabei wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin viel Kraft und Freude vor allem, weil du bist ja auch immer voller Begeisterung dabei und es ist so schön, diesen Funken zu spüren, der in dir immer wieder erstrahlt. Liebe Ingrid, ich danke dir für das Gespräch und freue mich jetzt schon auf den nächsten Austausch mit dir und sage bis dahin alles Liebe. Ade. Danke dir auch sehr herzlich. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Sie ist immer sehr inspirierend. Also du gibst mir immer wieder Impulse, die mich auch weiterbringen. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Ich kann das nur zurückgeben. Es ist wundervoll, in diesem Austausch zu sein. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.
Ja, so danke ich auch dir, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist. Also Impulse über Resilienz nochmal ganz anders zu reflektieren, 5 Ebenen, die alle eben genau diesen Raum brauchen, deine Aufmerksamkeit und ich glaube, die klare Information auch nochmal, ja, denk auch an dich, ja, geh in deine Selbstliebe, erschaffe dir die Räume, um dir was Gutes zu tun, eben auf all diesen 5 Ebenen. Hier sind ja, Bedürfnisse für dich ganz selbst, die dich stabilisieren im Alltag wiederum. Und deshalb ist diese Balance, denke ich, sehr wichtig. Und es freut mich, wenn es dich berührt hat und wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like hier. Geh auch auf die Links, die unten dann dich zu Ingrid führen und folge uns natürlich auf dem YouTube-Kanal hier oder auf anderen Kanälen und werde auch gerne Mitglied bei uns im Newsletter. Ich freue mich auf die nächste Sendung, bei der du auch wieder dabei bist. Bis dahin. Ade.